Blong. Oh, das klingt nice. Das Kapitel Mafia-Stadt ist jetzt verfügbar. Perfekt. Dann möchte ich aber auch erstmal nach hier unten gucken, was hier war. Weil das könnte man ja auch mit einer Sanduhr schon betreiben. Ich glaube, das machen wir doch nicht. Und hier können wir ja diese. Ich weiß nicht, wo ich diese Dinger benutzen kann für diese kleinen Belohnungen. Aber es ist auch, glaube ich, noch nicht so wichtig. Oh, wie cool, wir haben es einfach zugenagelt. Ah, und das hier ist unser Zimmer. Eine Mikrowelle. Damit bestrafst du böses Essen. Ach so, dafür sind die da. Ja, gut. Da könnte man Hunger bekommen. Dann gucken wir doch mal weiter. Aber sehe ich denn jetzt, wo 100% ist und wo ich noch was habe? Oder ist das einfach dann so ein Haken dran? Okay, dann machen wir natürlich mit Akt 2 weiter. Akt 2, Fasskampf. Okay. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Okay, ich muss bestimmt nicht dahin, wo ich eben schon mal war. Okay, das ist der explosive Trank. Kann ich irgendwas mit. Wo bin ich denn hier überhaupt? Okay, das Spiel möchte mich an Wandsprünge ranführen. Ach, hier bin ich. Ich bin jetzt hier hinter dem Brunnen. Okay. Also ist das sozusagen immer die gleiche Overworld, in der ich diese Tresore zum. Ja, hier kommt. Diese Tresore habe zum Beispiel auch. Okay, und die sind jetzt hier ja auch offen. Das heißt, sie werden auch dann offen bleiben. Okay, das ist praktisch. Das ist gut zu wissen. Hierfür brauche ich erst irgendeinen Eishut. Das heißt, ich denke, wir werden die Level jetzt dann erst einmal ausführlich spielen. Und dann werden wir uns das Ganze dann später nochmal angucken, wenn wir ein bisschen mehr haben. Weil ich mir vorstellen kann, dass es prinzipiell die gleichen Sachen sind, die man braucht. Also zum Beispiel, dass man in mehreren Leveln ja, diesen Eishut auch braucht. Deswegen werden wir dann wahrscheinlich das so ähnlich machen, wie wir das bei den Lego Harry Potter gemacht haben. Und uns erstmal das Ganze so angucken und danach nochmal ein bisschen spezifischer. Weil ich mir halt gut vorstellen kann, ja, ich weiß, wo ich hin muss, aber ich möchte mir erstmal sowas angucken, weil hier war doch, glaube ich, auch ein. Genau, hier war doch auch einer, oder nicht? Nee, das war nur eine Kiste, okay. Ich dachte, hier wäre auch ein Tresor gewesen, aber das war nur eine Kiste. Kann ich hier nicht mich. Ich wollte gerade sagen, kann ich mich dort durchducken, ne? Perfekt. Damit haben wir das gerne auch. Ducken war so, ja. Und das Garn, was wir schon eingesammelt haben, ist auch weg. Also, das ist auf jeden Fall schon mal gut.
Wie viel Geld haben wir gerade? 111. Dann können wir jetzt erst nochmal zu diesem komischen Verkaufstyp hier gehen. Au. Kannst du mal bitte hier... Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich will zu diesem Verkaufstyp hier. Ich möchte mir eine zweite Anstecknadel kaufen. Weil ich schätze mal, dass die praktisch sind. So. Hier kann ich noch nichts kaputt schlagen, ne? Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Ach, wo ist denn der Typ jetzt nochmal? Ach, da war der genau. Ich kann. Kann ich auch tauchen? Ist doch egal, ich habe das Geld sowieso. Ich wollte da nicht so runterspringen, aber gut, okay, dann bin ich jetzt halt unten. Da ist noch ein Tresor. Und hier ist auch, glaube ich, schon das erste Ticket für den Tresor. Und jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ich finde, bei Droid das Ende von heute habe ich Hähnchenbrustfilet mit Koko. Boah, das klingt echt gut. Ja, das hört sich auch richtig gut an. Also ich muss sagen, ich mag unser Uni-Essen auch sehr gerne. Also ich esse ja auch in der Mensa bei uns. Und da kannst du echt nicht meckern. Huch, was ist das denn jetzt? Ach, das ist so auf Zeit. Deswegen hat das eben auch nicht funktioniert. Da muss ich da gleich nochmal hingehen. Also zu dem anderen. Ja, das stimmt. Hoppala, was war das denn jetzt? Hä, wie hab ich denn jetzt den Hut gewechselt? Krass. Nee, das ist jetzt aber nicht sowas wie... Wo war jetzt der grüne Tresor, zu dem ich wollte eigentlich? Ich wollte ja eigentlich... Oh Gott. Ja, moin. Ich kann zwar die noch nicht kaputt machen, aber das konnte ich schon mal einsammeln, ne? Was haben wir in der Truhe? Dieser Schatz könnte zu anderen Schätzen passen. Okay, gut. Habe ich schon einen Schatz? Ich glaube nicht, ne? Jetzt bin ich wieder... Oh, cool, ich habe das zweite für den grünen Tresor gefunden. 6, das ist natürlich eine Menge. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt in so einer Kiste drin? Aber bis jetzt waren die noch nie in irgendwelchen Kisten, deswegen halte ich das jetzt mal für unwahrscheinlich. Ist das das Hauptquartier hier von Miss Madame?
Aber das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. Ja, komm, dann kannst du mir auch noch mal anzeigen hier, wo der Rest ist, ja? Hier oben ist noch was. Und hier ist noch was. Okay. Dann wollen wir auch mal den grünen Tresor auch aufmachen. Zack. Und wir haben den nächsten Token. An der Orbmaschine. Okay. Gut. Dann habe ich hier noch einen Weg gesehen. Oh, jetzt bin ich hier. Okay. Ja, hier wollte ich ja auch irgendwie hin, ne? Also, eigentlich nicht, aber irgendwie auch doch. Kommst ja nicht hoch. Was ist denn falsch mit dir? Wo erscheinen die denn? Oh Gott! Das war knapp, aber ich kann es ja nochmal versuchen, richtig? Nee, ich kann es nicht nochmal probieren. Ja, probieren wir es halt im dritten Akt nochmal. Ich gehe davon aus, dass das ja relativ egal ist. So, dann gehe ich jetzt aber mal zu dem ich eben schon hingehen wollte. Wenn ich ihn nur finden würde. Aber ich meine, der war hier irgendwo. Ja, komm. Nee, nach da unten möchte ich jetzt nicht unbedingt. Ja, genau, hier der Typ da. Ey! Badges are totally in right now. That's what I've been told to say. Okay, dann. Nehme ich erstmal. Den noch. Aber ich hab noch was, ja. Ich wollte gerade sagen, du hast mir jetzt nicht mehr abgezogen, als ich bezahlen muss, ne? Habe ich jetzt beide? Okay, jetzt habe ich. Okay, ich muss mir schon aussuchen, welchen ich ausrüste. Ich kann nur einen ausrüsten. Okay, gut. Okay. Ich bekomme noch verschiedene Waffen. Aber wo ich jetzt, ob ich jetzt hier 100% habe oder nicht, sehe ich also auch in dem Menü nicht. Ja, egal, okay, gut. Dann gehen wir mal zu dem Typ hier, das da im Titel schon Boss steht, gehe ich mal davon aus, dass das ein Bosskampf ist. Komm, ey. Zeig und jetzt hier hoch. Jetzt hast du die immer schon mal gemacht hier. Okay, da ist noch ein Leben. War auch nichts Besonderes.
So. Ja, ich würde sagen, dann können wir zum zu den Leuten gehen, ne? Dann müssen wir nur einmal hier rumgehen, glaube ich, ne? Genau. Weil ich würde behaupten, wir haben das Ganze schon sehr, sehr ausführlich erkundet hier alles. An die Haken kann ich bestimmt später dann auch irgendwann dran. Nur noch nicht jetzt halt. Dann lass uns mal hier gucken, was hier ist. Mafia darf keine Zeugen haben, wenn Mafia Lektion erteilt. Okay. It's awkward for Mafia. Mafia not sure what to do. Boss, what do we do with eyewitness? Teach her lesson, boys. Aua, okay. Ja, ich mach deine Kumpels hier kaputt. Hallo. Oh oh. Haha. Hey, genug. Mafia won't bow to little girl. Ja, das. Das wirst du schon sehen, ob ihr euch mir beugt oder nicht. Okay. Ich komme aber nicht zu ihm hoch. Okay, was soll ich machen? Watch out, okay. Also warten, schätze ich mal. Ja, ganz bestimmt nicht, wenn du. Wow, 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 wow. Haha. Sag mal, jetzt reicht's aber hier. Wow, wow, wow. Alles klar, Spiel. Hast du die Stachelfässer sind nicht Mafia-Style? Mit alt? Ich bin doch nicht alt. Okay, ich muss sagen, ich finde den Hexenhut schon cool. Okay, den habe ich einfach mal so baseballmäßig weggeschlagen. Ich wollte gerade sagen, bekomme ich dafür keine Sanduhr? Okay, die sind nicht wieder gespawnt. Dann nehme ich die Sanduhr. Zack. Sehr, sehr cool. Klar. No, you shy? That's cool. You're a less talk, more fighting kind of girl, I take it. Weniger reden, mehr kämpfen. Ja, ich mache alle fertig. That thing you grabbed there. Are you collecting them? Because I know where there's more of them. Ja, natürlich, das. Okay. Das ist kein Müll. Das ist immer noch kein Müll. Das ist meine Zeit, die ich verloren habe. Hallo. Nein. Ich mach das zwar aber ohne dich. Ach, verdammt.